Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Johnny Walker, noch genauer gesagt bin ich bei A Song of Fire, Blended Scotch Whisky. Ah, guck mal diese Mother of All Dragons hier an. So, ganz am Anfang, wenn du hier bist, über etwas über Game of Thrones zu erfahren, sorry. Ich werde heute No Whisky besprechen. Ja, ich weiß, der Game of Thrones Thema ist dann da, aber für mich ist das als Whisky-Verkoster tatsächlich der Produkt wichtiger, nicht unbedingt der Marketing-Merchandise, was dahinter steckt. So, hier haben wir tatsächlich A Song of Fire, 40,8%. Hier drüben haben wir A Song of Ice bei 40,2% Alkohol bei Volumen. Beides liegen bei tatsächlich 30 Euro. Und ich möchte ganz bewusst dieses hier zur Seite tun, denn ich habe ein Video schon dazu gedreht und ich möchte da gerne diese Sache vergleichen mit etwas, was für mich einfach würdig ist, verglichen zu werden. Nämlich Johnny Walker, Green Label, 15 Jahre alt. Diese hier kriegt man für den gleichen Preis. Und deshalb frage ich mich, warum in aller Welt soll ich diesen hier kaufen? Das Gute daran ist hier bei Johnny Walker, guck mal, wie schön die es hingekriegt haben. Schöner bei Johnny Walker hier am Green Label ist, ich habe tatsächlich ein Blend aus verschiedenen Single Malts. Hier habe ich tatsächlich auch da drin Grain. So, ich hole meine Gläser dazu, ich schenke hier ein. Einen Moment, wir machen mal auf. Geräusch. Ist ganz neu, die Flasche habe ich gerade eben auch, denn wurde zugestellt. Johnny Walker hat fast immer diese wunderschöne Design, eckig. Und das ist auch gut so. Damit ist auch viele. Es gibt zwei Gründe dafür. Man kann mehr in ein Paket reintun, also runden Flaschen. Und zweitens auch, dann gibt es auch die Möglichkeit tatsächlich. Bartender tun eine Flasche am liebsten rein, wo es am wenigsten Platz wegnimmt. Und man möchte immer der Etikett vorne haben und deshalb, wenn es eckig ist, dann halt eben tut man da, wo der Label da ist. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben einen Whisky, jetzt hier steht es dann A Song of Fire. Ein Drachen spucken natürlich Feuer und rauchen, deshalb sollte es hier ein rauchiger Whisky sein. Wenn du Rauch nicht gerne machst, dann musst du hier hingehen. Und das ist, habe ich auch verglichen mit einem 14 Jahre alten Whisky, der nur ein bisschen teurer ist. Heute vergleiche ich die beiden mit einem 15 Jahre, der ähnliche Preis bzw. Angebot sogar noch billiger wird. So. Ah ja, okay, ich habe den noch nicht gehabt, deshalb. So, was wir haben hier ist tatsächlich eine Mischung aus drei mir bekannten Whiskys. Da ist dann Coel, und dann noch ein ILA buchstabiert. Das ist eine sehr rauchige Whisky. Wenn man Schottland schaut, das ist so ein bisschen wie Dänemark, sage ich mal, manchmal ein bisschen aus. Unten ist denn da, haben wir den England, bei uns hätten wir dann Deutschland und da oben gibt es eine Insel auf der linken Seite, ein bisschen wie Sylt oder Rügen und das heißt Islay, nicht Islay, Islay. Und auf diese Insel dort, Islay, gibt es tatsächlich eine einzige Destillerie, es gibt insgesamt neun zurzeit, eine, da hieß Coeile. Und diese eine Destillerie produziert nur rauchigen Whiskys im Grunde. Es gibt einmal im Jahr, wo sie eine nicht rauchigen produzieren, aber lassen wir zur Seite. Und das gibt das hier, diese tragende Note, diese starke Träger-Whisky ist das. Da ist auch Cadu da drin. Wir haben ein interessantes Besucherzentrum dann dort. Das wird alles neu gemacht. Und da wird auch ein Johnny Walker Experience Center dort gebaut. Ich war im März 2019 da und es wirkte noch ein bisschen wie ein Bauernhof, der ein bisschen zu einer Distillery umgebaut wurde. Toller Parkplatz, toller Park ringsherum. Die Distillery selbst war ein bisschen schon müde, sagen wir mal. Und das wichtigste Moment ist hier, ist der Grain. Der Grain ist der Cameron Bridge Grain. Also Grain Whisky habe ich versucht zu erklären, auch in diesem Video werde ich auch ganz kurz das so machen. Also der normale Whisky wird in ein Pot Still hergestellt. Kupfer. Also man muss sich einen großen Topf vorstellen. Wasser kommt da rein, in dem auch die ganze Zucker aufgelöst wurde und der ganze Alkohol umgewandelt wurde durch Hefe. Und dann kommt das einfach rein, man kocht das auf und dann oben, weil Alkohol kocht auf einem niedrigen Siedepunkt aus Wasser,
verdünstet oder wird dieser Alkohol destilliert. Und dann geht das weg und dann wird es ein zweites Mal verfeinert. Also man spricht dann davon als zweifache Destillierung bei Scotch Whisky in der Regelfall. So, bei einem Grain Whisky, ich versuche es immer wieder zur Zeit mit einer Kaffeemaschine zu beschreiben. Also die Kaffeemaschine mach mal an und der blubbert einfach mal durch. Ja? Also es geht durch das Wasser, wird erhitzt und dann geht er nochmal durch den Filter, vergiss den Filter. Diese Sache wird ständig erhitzt und es fließt einfach oben raus, ja? Nachdem es erhitzt wurde. Und das ist wesentlich effektiver, wesentlich schneller und man kann andere Zutaten benutzen. Bei Scotch kann nur in Schottland hergestellt werden, darf nur gemälzte Gerste sein, Gerste. Und dort bei Grain kann man Weizen, kann man Mais nehmen, kann man auch Roggen nehmen, was auch immer am billigsten ist. Denn man destilliert das bis hin zu 95% oder 92,8%. Und dann bei Single Malt darf man nur bis 68,5%, glaube ich, ist das denn destillieren, sodass da viele Aromastoffe noch drin bleiben. So. Hier haben wir sehr, sehr viel Grain und das ist eine sehr süße, ein sehr weiche Produkt mit wenig Geschmack. Ja, nicht ganz Wodka, aber in der Richtung von Wodka geht das dann hier. Und deshalb macht man einen Blend, indem man einfach diese Grunddistillat nimmt, Grain, und dann tut man einfach mal andere Sachen hinzu, wie zum Beispiel Kohle, und da gibt es Geschmack. Ja. Hier hat man praktisch das anders gemacht. Hier ist gar kein Grain drin. Hier hat man tatsächlich von fünf verschiedenen Distillern, 1, 2, 3, 4 sind noch drauf momentan, auch vier verschiedene Distillerien von Talisker, von Coachella, von Linkwood und von Craigmore, hat man hier die vier verschiedenen Single Malts genommen, die alle denn durch ein Pot Still hergestellt wurde und die hat man zusammengemixt. Warum nimmt man von verschiedenen Destillerien? Weil halt eben man einen Mutterkonzern hat namens Diageo. Diageo gehören verschiedene Destillerien überall über Schottland und die können natürlich das nehmen und ein bisschen zusammen kreieren und die eigene Blend auch machen. Und vieles von Johnnie Walker ist ganz toll. Ja, also Red Label ist der Anfang, aber der Gold oder Black oder Double Black oder sogar der Blue Label, 150 € plus momentan. Und das sind tolle, tolle Produkte denn da. Und auch hier haben wir Blend. Blend ist nicht immer schlecht, aber Blend ist häufig verglichen mit einem Malt Whisky meistens auch gesehen minderwertiger, aber dadurch billiger. Muss man wissen, was man will. So. Also hier kommt wenig Rauch durch in der Nase. Ich habe ein kleines bisschen einen Moment von Malz, Minze und Holz, aber der Rauch ist sehr zurückhaltend. Hier ist da ein ganz, ganz kleines bisschen auch Rauch da drin. Das ist das Interessante manchmal bei beim Blend, ist erst wenn man schmeckt, dann werden diese Phenolen ist der Rauchelemente. Man misst den auch in Partikeln pro Million. Und alles über 30 ist schon rauchig, alles unter 15 ist leicht rauchig, alles unter 5 bis 3 ist kaum wahrnehmbar für viele Menschen. So, dann probiere ich mal. Der 40,8% hier ist deutlich wahrnehmbarer als die 40,2. Der war wirklich leichter. Der war wirklich hier sehr viel seidiger. Da schiebt er ein bisschen mehr. Das ist nett. Und man kann immer Wasser hinzutun. Ach Mann, ich schmecke hier kaum Rauch. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Rauch sein sollte, würde ich sagen, nö. Deshalb werde ich es nochmal hier probieren und vergleichen. Hier drüben habe ich schon mal mehrfach gehabt und ich weiß, wie das schmecken sollte. Einen Moment, ich muss mein Palate, mein Mund hier ein bisschen. Also clean your palate heißt es auf Englisch. Palate ist jetzt hier unsere Geschmacksknospen im Grunde. So, werde ich hier tatsächlich ein bisschen Rauch erkennen? Leicht, aber sehr süß eingebunden. Stell mal vor, du hast jetzt hier ein Quiche und du hast nur ein bisschen Räucherschinken da drin, nur ein kleines bisschen, aber das merkt man.
Nicht zu viel, nur ein bisschen, aber sehr süß, sehr gefällig, sehr schön. Also eine super tolle Whisky. Ich bin Englischstudent, meine Studenten kommen auf mich immer wieder zu, sagen, Papa wird 50, was kann ich ihm kaufen? Ich sage, wie viel Geld? Die sagen, ich sage, okay, gut. Johnny Walker, 15 Jahre alt, findet man in manchen Supermärkten auch um die 30 Euro, manchmal günstiger. Kann man nichts verkehrt machen. Papa wird es gut finden. Altersangabe, kein Grain, Single Malt, ein Haufen Rauch, perfekt. Tolle Flaschendesign, gute Verpackung. Also Preise ohne Ende gewonnen hier. Also Doppelgold 2017, Gold 2016, also überall. Also eine richtig, richtig schöne, schöne Sache. Das hier würde ich Papa nicht schenken, es sei denn, Papa ist ein Game of Thrones-Fan. Dann kannst du gerne, gerne, gerne das Papa hier geben. Wobei, er hat was. Der hat einen, aber der ist gefälliger. Der hat ein bisschen mehr Biss. Der hat echt, der kommt, ich würde nicht sagen Fire durch, aber da kommt ein bisschen mehr ein Brennen im Munde dadurch. Genau, was ich tun werde, das habe ich hier noch nicht vorgehabt, aber ich mache trotzdem. Ich werde hier The Song of Ice vergleichen mit The Song of Fire, ja? Also ein Bild für die Ewigkeit, yay! Also, beide sind besser als gedacht, muss ich schon sagen. Der ist wirklich hier weicher, der ist bis hin zu ein bisschen nicht kühlend im Mund. Aber der ist richtig verglichen damit. Die haben das gut gemacht. Bravo, Jungs. Also muss ich schon sagen. Ich bin Dozent und ich gebe Schulnoten und deshalb habe ich eins. Warum hast du es nicht gekauft? Zwei kaufen, drei kann man kaufen, vier braucht man nicht kaufen, fünf. Warum wurde das Zeug überhaupt hergestellt? Der hatte eine solide 3 hier bekommen. Hat mir wesentlich besser geschmeckt übrigens als das. Deshalb bekommt er ein 3-. 3- ist immer noch okay. Preis-Leistung, ich finde 30 Euro zu teuer. Ja, wenn man ein 15 Jahre alter Johnny Walker bekommen kann, wozu habe ich eine No-Name-Sache hier, No-Name, eine ohne Altersangabe jetzt hier für den gleichen Preis? Natürlich für diese Aufkleber und das Recht hier, was hier vom Game of Thrones zu haben, habe ich wahrscheinlich 8 Euro selbst dafür bezahlt. Deshalb ist das so teuer. Das ist ein 22 € Whisky, vielleicht 24 € ja, aber 30 ist einfach zu teuer. Deshalb kriegt er von mir ein 4 plus für Preis-Leistung. Wenn ich eine Wahl hätte zwischen den A Song of Ice oder Song of Fire, würde ich immer hierhin gehen zu Song of Ice. Natürlich, das ist meine Lieblingsdistillerie, das Kleinlicht da drin. Hier haben wir eher einen leicht rauchigen Moment. Und von daher weiß ich nicht, aber die Feuermoment an der Zunge haben sie echt gut hergezaubert und der Eismoment haben sie auch. Also beide Flaschen kann man empfehlen. Vielleicht kann man sich das auch mal sich gönnen zu Weihnachten oder was auch immer. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welche rauchige Whiskys kennt ihr? Whiskys, die ein torfige, rauchige Moment zu haben. Nun, meine neue Zuschauer werden vielleicht etwas Neues aufschreiben. Meine alte Zuschauer können sich austoben und alle möglichen Sachen erwähnen, denn dort vom Eile oder sonst wo. So, jeden Tag um 17:30 Uhr mache ich ein Video. Also fast 3 Jahre schon habe ich meine 1000 plus Videoverkostungen hier hochgeladen. Macht mir noch Freude. Und jeden Sonntagabend habe ich schon seit 2 Jahren, mache ich jede Woche über 100 Livestreams, habe ich schon gemacht jetzt hier zu Thema Whisky. Immer Sonntagabends 21 Uhr habe ich einen Gast, mit dem wir über Whisky reden. Auch unsere Zuschauer dürfen Input oder dürfen Fragen stellen. Macht einfach mal Spaß, mit euch zusammen zu sein. Whisky Jason hier, bitte liken, bitte abonnieren, bitte unten auf meine PDF. Das ist eine Sample-Liste mit 300 offenen Flaschen. Könnt ihr draufklicken und sehen, was man alles dann hier auch bestellen kann. Ihr könnt direkt schreiben, Whisky Jason, ein Wort.
gmail.com oder ihr könnt auch auf meine WhatsApp-Gruppe, Flaschenteile-Gruppe auch draufklicken, da Teil werden und dann auch sehen, wie das alles so läuft. Whiskey Jason hier, ich sage Dankeschön, bis dahin, tschüss!